Ich habe in meinem Vortrag versucht, Lenins Denken in seinem Gesamtzusammenhang darzustellen und zu kritisieren, weil ich glaube, dass das bis heute nicht nur bei Leuten virulent ist, diese Art des Denkens, die sich positiv auf Lenin explizit beziehen, sondern auch weit darüber hinaus. Und das sollte ein Beitrag zur Selbstkritik der Linken sein. Was ist denn so schlimm an Lenins Theorien? Ja, also da, ich habe ja versucht, einen relativ großen Bogen aufzumachen. Das fängt schon an dabei, dass seine erkenntnistheoretische Grundlegung relativ problematisch ist. Aber es sind eben nicht nur, ist nicht nur theoretisch verkehrt, was Lenin da macht, also sowohl was die Erkenntnistheorie angeht, auch als auch was seine Behauptung angeht, die kapitalistische Konkurrenz sei übergegangen in die persönliche Herrschaft von der Monopolkapitalisten, als auch sein instrumenteller Staatsbegriff. All das ist zwar theoretisch falsch, ich würde aber sagen, es hat praktisch fatale Konsequenzen, weil man darauf kommt, wenn man ein revolutionäres Programm oder ein zumindest Programm mit einem revolutionären Selbstverständnis verbindet, mit einer Widerspiegelungstheorie, wie das Lenin gemacht hat, dann liegt es nahe, zu kämpfen, nicht gegen das Kapital, sondern gegen einzelne Kapitalisten, die man dann als Schmarotzer und Parasiten ausmacht. Das sind beides Zitate von Lenin und die dann wiederum, Zitat Lenin, ausgerottet und so weiter gehören. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist denn die Widerspiegelungstheorie? Also Lenin versucht, einen sehr einseitigen Materialismus zu vertreten, was man so in der gesamten Theorie- und Philosophiegeschichte selten so platt antreffen wird. Und zwar stellt er sich so die Ausgangsfrage, was ist das ursprüngliche Geist oder Materie? Und dann sagt er, naja, das eine, also wenn man sagt, die Materie ist das ursprüngliche, dann kommt man beim Materialismus raus. Und wenn man sagt, der Geist ist das ursprüngliche, dann kommt man beim Idealismus raus. Dann übersetzt er das noch und das sind im Grunde Klassenverhältnisse, also die dahinter stehen. Es ist also eine Fortsetzung des Klassenkampfs auf philosophischem Gebiet, die Auseinandersetzung zwischen Materialismus und Idealismus. Dann entscheidet er sich eben natürlich für den Materialismus, weil das steht für das oder dahinter steht das revolutionäre Proletariat. Und diese Widerspiegelungstheorie besagt eben, dass oder versucht, die erkennenden Subjekte im Grunde herabzusetzen zu Reflexautomaten. Sie behauptet, dass in der Wahrnehmung und im Denken, was eben nicht unterschieden wird, dass das außerhalb der Individuen Gegebene bloß wiedergespiegelt wird. Und ich würde halt sagen, genau da liegt eben das Problem. Er kann Wahrnehmen und Denken überhaupt nicht mehr unterscheiden. Oder darin liegt ein zentrales Problem, weil Denken zur Voraussetzung hätte Freiheit und das heißt eben auch eine Freiheit vom unmittelbaren Naturzusammenhang. Du hast jetzt ja, das klingt auch gerade schon in der Beantwortung der letzten Frage an, du hast ganz explizit versuchst du nicht das Handeln Lenins zu analysieren, sondern nur seine Theorie. Warum? Weil meine Fragestellung eine andere ist. Also mir geht es explizit nicht darum, Lenin zu würdigen und damit würde ich dann meinen, ihn als Person zu bewerten, zu versuchen, also sein Handeln und seine Theorien in Bezug auf seine historische Situation, sondern mir geht es vielmehr darum, mich der Frage zu nähern, was bedeutet das, heute sich positiv auf diese Theorie zu beziehen oder auf diese Art und Weise zu denken. Und was bedeutet es? Es bedeutet, die kapitalistische Wirklichkeit, in der wir leben, nicht zu begreifen, kurz gesagt. Und es bedeutet, dann praktisch auch, sie mit Mitteln bekämpfen zu wollen, die dafür vollkommen unadäquat sind. Und es das heißt drittens auch, eine Perspektive von Befreiung zu haben, die mit Befreiung gar nichts mehr zu tun hat. Warum kann man denn Kapitalismus dann nicht begreifen, wenn man Lenins Theorie zur Grundlage nimmt? Weil Lenin sich dahingehend irrt, dass er glaubt, die kapitalistische Konkurrenz sei abgelöst worden durch die Macht der Monopolkapitalisten. Und weil eben dieses Denken dazu führt, also was ganz zentral ist für den Kapitalismus, auch gegenüber früheren Gesellschaftsformationen, nämlich, dass sich eine gesellschaftliche Dynamik hinter dem Rücken der Einzelnen durchsetzt. Also diesen zentralen Sachverhalt kann halt Lenin überhaupt nicht mehr begreifen.
Und du hast gerade gesagt, wenn man sich auf die Theorie Lenins stützt, würde sich was entwickeln, was mit einer Befreiung nichts mehr zu tun hat. Hast auch im Vortrag mehrmals gesagt, dass sich in Lenins Theorie bereits sozusagen der Terror ankündigt. Warum? Also wo sind da die Punkte, die nichts mehr mit Befreiung zu tun haben, sondern mit Terror? Die Gegenüberstellung geht jetzt ein bisschen zu schnell, weil es sind tatsächlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist eben die Frage, so wo gibt es sowas wie Nahelegung von Terror als politischer Praxis oder ja, wo ist das vielleicht auch theoretisch verankert? Und das andere ist, hängt zwar damit zusammen, man kann es nicht unmittelbar jetzt irgendwie in einem Blog dann beantworten, warum hat das dann mit Befreiung nicht mehr so viel zu tun? Soll ich jetzt trotzdem? Worin spiegelt sich denn dann in Lenins Theorie bereits der Terror? Oder worin kündigt er sich an? Also zunächst mal möchte ich, um Missverständnisse zu vermeiden, noch dazu sagen, dieses Ankündigen ist nicht zu verstehen, in dem Sinne, dass jetzt notwendig daraus, dass Lenin eine gewisse Sicht auf die Welt hatte, der Terror praktisch folgen hätte müssen. Ich will bloß sagen, es wird auf eine Art nahegelegt. Und das geht eben darüber, ich kann das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, wie ich das beim Vortrag entwickelt habe, deshalb kann ich es nur jetzt mal auf die Ergebnisse reduzieren. Ich würde halt sagen, dass die Art, wie schon seine Erkenntnistheorie funktioniert, im Grunde zu dem Ergebnis kommt, dass zu einem gegebenen historischen, zu einer gegebenen historischen Periode Täuschung im Grunde genommen nicht möglich ist. Und das heißt, wenn man dann noch in Rechnung stellt, dass Lenin selber der festen Überzeugung ist, dass er der Hüter und Wiederhersteller der wahren marxischen Lehre ist, dann ist klar, dass alle, die von dieser wahren marxischen Lehre abweichen, im Grunde lügen und betrügen müssen. Und wenn man dann noch in Rechnung stellt, dass Lenin einen Übergang behauptet vom liberalen Kapitalismus der freien Konkurrenz zu einem monopolistischen Kapitalismus, und zwar derart, dass es nun keine apersonale Herrschaft mehr gibt, sondern eine personale, dann hat das zur Konsequenz, dass man tatsächlich in Individuen die gesellschaftliche Struktur bekämpfen muss. Und dann kommt eben noch dazu sein ja durchaus sehr positiver Arbeitsbegriff, der dann nahelegt, unter das Feindbild unter anderem auch, wie er dann selber schreibt, Müßiggänger zu subsumieren. Und dazu kommt dann auch noch, also auch in das Feindbild rein gehören zum Beispiel Intellektuelle, gegen die hat Lenin auch grundsätzlich was. Ich finde, in der Antwort zu der letzten Frage hast du ja schön erklärt, warum das nichts mit Befreiung zu tun hat. Warum findest du jetzt, dass es noch ein weiterer Punkt ist? Also es geht natürlich, es schließt daran an. Ich wollte nur sagen, man muss dann noch ein paar Sachen darüber hinaus sagen zur Beantwortung dieser Frage. Und dazu kommt dann, also wenn man mal seine Schrift Staat und Revolution zugrunde legt, dann hat er da so ein Stufenmodell, was dann auch irgendwie ja klassisch geworden ist, so diese Gegenüberstellung also dieser Übergang Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus. Und wenn man sich dann anguckt, wie er den Sozialismus halt skizziert, dann heißt das im Wesentlichen, die kapitalistische Produktionsweise übernehmen, auch die Arbeitsdisziplin mit terroristischen Mitteln durchsetzen. Und zwar so, dass es nicht mal mehr ein positives Recht gibt, was den Müßiggängern und so weiter, die er da als Feindbilder konstruiert, dann noch zur Verfügung stände gegen die Gewalt des Mobs halt, an die er da appelliert. Genau, also es gehört dazu eine Affirmation der Art und Weise, wie produziert wird, eine Affirmation von Arbeitsdisziplin bei Lenin. Und das, was sich ändern soll, ist im Wesentlichen, man kann dann zwischen verschiedenen Parteikadern wählen, jetzt mal ein bisschen zugespitzt, und kann dann irgendwie die in den verschiedenen Amtspositionen wählen und abwählen. Aber im Grunde genommen sollen die halt ein ganz ähnliches Programm mit einem durchexerzieren. Und was dann irgendwie bei Lenin noch dazu kommt, ist, dass er versucht, das, was in der marxistischen Theorie oft Wertgesetz heißt, das zu ersetzen durch Willkür.
Also im Grunde genommen sagt er dann, man müsse dann gesellschaftlich notwendige Arbeit berechnen und müsse dann den einzelnen so Lohnzettel quasi austeilen, wo dann daraus hervorgeht, wie viel gesellschaftlich notwendige Arbeit sie geleistet haben, und danach sollen sie dann auch den entsprechenden Anteil aus dem gesellschaftlichen Gesamtprodukt bekommen. Und dann ist ja doch das Versprechen, was Lenin da macht, was zu tun hat mit seinem verkehrten Staatsverständnis, dass er halt behauptet, ja, dieser Staat, der da jetzt installiert wird, der dann auch diese Arbeitsdisziplinen überwacht und so weiter, der dann auch den Mob vor seinen Kran spannt, das ist ein Staat, der absterben wird. Und es ist im Grunde, finde ich, nicht einzusehen, warum er das tun sollte. Jetzt übst du ja eine relativ fundamentale Kritik an Lenin. Das heißt, du demontierst demontierst sein Theoriegebäude und legst dann auch gleichzeitig zugrunde, dass das nicht besonders emanzipatorische Gedanken sind, die da dahinter stecken. Wie waren denn die Reaktionen aus dem Publikum? Also was war da die meiste Kritik an deinem Vortrag? Ja, die bezog sich eben hauptsächlich darauf, dass ich gerade nicht Lenin behandelt habe als historische Figur in dem Sinne, dass ich jetzt in Rechnung gestellt hätte, zum Beispiel die Situation des Bürgerinnenkriegs und so weiter, für deine Bewertung der Texte. Es war aber, wie gesagt, nicht meine Fragestellung, ob jetzt unter der gegebenen Situation und so weiter, ob man das dann nicht irgendwie das Urteil relativieren muss, sondern meine Fragestellung war, was bedeutet es heute, sich positiv auf solche Theoreme zu beziehen.